Du, sag mal, Ja. es ist mir zwar peinlich, Na, warum geht es denn? kannst du mir etwas Geld leihen? Ich bin gerade etwas klamm. Wie viel soll es denn sein? Psst, nicht so laut, das soll doch nicht jeder hören. Psst. Musst du mir nicht gleich zurückgeben. Da läuft es wohl ganz gut mit deinen Kochkursen. Das sind Kochseminare, bitteschön. Wow, du leitest eine Kochakademie. Na ja, das nun wieder nicht. Das klingt viel zu ernst, so nach Mühe und Arbeit. Meinst du, ich könnte mit meinem Wissen auch ein bisschen Geld verdienen? Warum nicht? Na, wie die Sophisten damals, Kritias und Gorgias und wie sie alle hießen, die haben fürs Philosophieren auch Geld genommen. Pro Vortrag 20.000 Mann. Das wär's. Na, ganz so fett haben sie es nun wieder auch nicht gehabt. Die waren ja schließlich keine Politiker. Aber ihre Bücher haben sie verkauft. Wohl weniger. Bücher schreibt heutzutage auch fast jeder. Oder lässt schreiben. Oder setzen es ins Internet. Aber früher war das wohl eher alles mündlich. Na ja, Seminare eben, wo man Fragen stellen konnte oder auch mal was ausprobieren. Wie bei deinen Kochkursen? So Gedankenexperimente Nach philosophischem Rezept? mit ausländischen Gewürzen. Ja, Exotik, das zieht immer. Zwischendurch auch mal richtige deutsche Hausmannskost. Aber der Titel muss heutzutage Englisch Mit sein. Neuroblabla und sowas, das muss dabei sein. Genau, und es darf auch nicht zu allgemein klingen. Es muss was ganz Spezielles sein. Spezifisches. Ist doch egal, ob speziell oder spezifisch. Oh nein, eben nicht. Aber das ist doch eine sophistische Spitzfindigkeit. Sag ich doch. Und genau damit kannst du richtig Geld verdienen.